Ihr Lieben, heute habe ich einen ganz interessanten Mann bei mir im Podcast. Und das Erste, was ich über ihn sagen möchte, ist: Beginne, wo andere aufgeben. Ein wundervoller Satz, der Lust auf mehr macht. Lieber Adrian, wie schön, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Magst du dich mal selber vorstellen, mal erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, herzlichen Dank, liebe Melanie. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, überhaupt. Genau, du hast erwähnt, mein Slogan quasi, beginnen, wo andere aufgeben. Das beschreibt mich eigentlich schon ziemlich gut. Mein Name ist Adrian Rosse. Ich bin 40 Jahre alt. Ich darf es fast nicht sagen, für dieses Jahr 40 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn, der ist 2,5 Jahre alt und bin Unternehmer, selbstständiger Unternehmer seit gut 4 Jahren jetzt im IT-Business und habe vor rund 1,5 Jahren damit begonnen, Anygoal aufzubauen. Anygoal ist letztlich mein Herzensprojekt und genau auch eben das Thema, wo ich selbst eben genau da beginne, wo andere aufgeben. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wo ist denn so für die, also natürlich ist das ganz individuell ganz bestimmt, aber was meinst du damit? Beginne, wo andere aufgeben. Ja, das hört sich natürlich in einem ersten Moment nach einem geschickt ausgeklügelten Marketing-Slogan an. Ist es aber in Tat und Wahrheit nicht, denn der Hintergrund ist eigentlich der, dass ich Ultra-Ausdauersportler bin. Also ich laufe oder bin jetzt im Moment eher weniger, aber ich bin in früheren Jahren viele Ultramarathons gelaufen, Alpin-Ultramarathons. Für die darunter jetzt auch nichts vorstellen können, vielleicht kurz, ein Marathon ist 42,195 Kilometer und ein Ultramarathon ist ja in der Regel eigentlich alles, was länger als diese Distanz ist. Und das waren bei mir dann mal so 100 Kilometer, also 100 Kilometer flach und dann das meiste, was ich mal gemacht habe, war 140 Kilometer in den Bergen. Wow. Dann war ich da 26,5 Stunden nonstop unterwegs und ja, ich habe mit Laufen begonnen früher und habe dann irgendwann gemerkt, eben, dass ich eigentlich grundsätzlich da besser bin, wenn es je länger und je härter und je steiler wird. Also, und deshalb hat sich so auch der Slogan geformt, beginne, wo andere aufgeben, also irgendwo ein Stück weit meine DNA ist. Und die Menschen, die zu dir kommen, wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt, es sind gar nicht, wie du erst gedacht hast, fast ausschließlich Männer, sondern auch viele Frauen. Da kommen wir gleich noch zu. An welchem Punkt stehen die denn, wenn sie zu dir kommen? Ja, also ich muss da vielleicht vorweg schicken, oder? Ich mache eben das Anygoal Camp und das ist eine Mischung so ein bisschen aus Aktiv-Sessions und eben Mentaltraining, wo es eigentlich letztlich darum geht. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, das sind Menschen, die stehen schon mitten im Leben, ja. Die sind vielleicht Unternehmer oder sonst in ihrem Job oder Familie oder wo auch immer ziemlich erfolgreich, aber die merken irgendwo tief drin, da schlummert noch was, da ist noch mehr oder da könnte noch mehr sein. Und deshalb umschreibe ich so meine Zielgruppe quasi als ambitionierte Persönlichkeiten, ja. Eben sind Menschen, die wissen, hey, ja, eigentlich geht es schon gut, aber da bin ich noch was und irgendwie, aber ich finde den Schlüssel nicht recht, um diese Türe zu öffnen. Mir fehlt der Zugang und genau diese Menschen kommen dann hoffentlich zu mir ins Senegal Camp, genau. Ja, na, also weißt du bist ja da auch ein super Vorbild. Also wenn ich überlege, Joggen ist ja so gar nichts für mich. Ich kann Kurzstrecken ganz gut, aber Joggen ist jetzt nicht so mein Thema. Aber ich würde mir natürlich jemanden suchen, der so eine Vorgeschichte hat wie du. Ist es so, dass die Menschen dir nacheifern wollen oder was sehen die so in dir? Bist du so ein Sparringspartner oder was sehen die Menschen in dir? Oder was mir ganz wichtig ist, oder es geht in dem, was ich mache, es geht nicht um die Leistung. Ja? Also es geht nicht darum, eben
Mir ist gerade im sportlichen Bereich so gut zu sein oder besser zu sein als ich, das ist gar nicht das Thema. Ich habe für mich einfach in den Jahren, fast Jahrzehnten kann man sagen, gemerkt, dass ich mir durch diese vielen Extrem-Events, die ich gemacht habe, sehr viel Wissen angeeignet habe, natürlich auch bewusst trainiert habe, Mentaltraining gemacht habe. Und dass dieses Wissen natürlich universell einsetzbar ist. Und das ist halt nach wie vor ein Thema, das zu großen Teilen brach liegt, ja. Wenn man heute vom Mentaltraining spricht, nach wie vor wird es halt sofort mit Sport in Verbindung gebracht. Aber eigentlich brauchen wir alle Mentaltraining, mentale Stärke, gerade jetzt auch in Krisensituationen. Wir haben Corona, wir haben jetzt Krieg, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Energiekrise, was auch immer. Und genau da ist die mentale Stärke, insbesondere im Unternehmertum, extrem wichtig, um eben auch ja, überlegt und fokussiert mit solchen Krisen umgehen zu können. Und darum geht es letztlich. Und das ist auch das, was die Menschen letztlich eben spüren, das, was ich vorhin meinte, die merken eben, was ist da drin. Sie finden den Zugang nicht richtig und wir öffnen quasi diese Tür, wir schließen die inneren Ressourcen, weil die Kraft, die steckt in uns drin, ja, in allen von uns steckt die drin, aber die wenigsten haben wirklich den Schlüssel und können die mit dem Fingerschnitt dann wirklich aktivieren und genau das tun wir in 2,5 Tagen. Wir zeigen den Menschen, dass es wirklich, wirklich mit einem Fingerschnitt geht, also die Leute gehen nach Hause und können mit einem Fingerschnitt, können sie ihre Kraft aktivieren und das ist sehr mächtig, wenn man das mal erlebt hat, dann will man nicht mehr ohne, ja, klar. Absolut, das ist ja auch mein Thema, ne? Diese mentalen Techniken oder mental stark zu sein, weil das ist letztendlich der Grundpfeiler. Wenn der Kopf nicht mitspielt, dann, ne, wenn wir über die Grenzen gehen oder da beginnen, wo andere aufhören, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn. Das bedeutet, bei dir ist das, was genau findet denn in diesem Camp statt? Wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es auf der einen Seite Sport, aber das viel Wichtigere ist auch das Mentaltraining. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also mir war wichtig, dass ich ein Format anbieten kann, das letztlich meinen Werten gerecht wird. Das Ganze ist basiert sehr stark auf meinen Werten, welches automatisch auch so die Werte meiner Teilnehmenden sind, ja. Also das Erste ist, wir führen das Camp in Andermatt in der Schweiz durch. Das ist also eingebettet im Herzen der Schweiz im Gotthardmassiv. Da fahren die meisten im Sommerurlaub nur unten durch den Tunnel durch. Aber oben ist eine wunderbare Berglandschaft, also sehr eine energetisierende Umgebung, schon nur das. Und dann haben wir wirklich eine Mischung aus Aktivitäten, Entspannung und mentalen Fokus, ja. Und weil wir wollen die Menschen bewusst aus ihrer Komfortzone holen, weil das braucht's. Wir sind irgendwo, mir geht's ja auch so, wir fahren uns irgendwo fest im Alltagstrott. Wir hetzen vom einen zum anderen, sind vielleicht erfolgreich, aber eben, wir merken irgendwo, es befriedigt uns vielleicht irgendwo nicht mehr oder irgendwo, wir möchten noch einen Schritt weiter. Und da braucht es wirklich das Bewusste mal aus dem Tag, aus dem Trott rausreißen, mal wieder was komplett Neues erleben, sich selbst auch mal wieder spüren und so das nächste Level dann erreichen. Und das machen wir in 2,5 intensiven Tagen. Wir hocken, wie gesagt, nicht den ganzen Tag im Seminarraum, sondern wir gehen raus, wir betätigen uns körperlich, wir entspannen uns und wir haben eben auch Meditationssessions etc. Also wirklich ein sehr ganzheitliches Programm, auch mit abgestimmter Ernährung, wo man wirklich mal so, ja, ich sag mal, ein Mini-Reset bekommt, wo man dann, ja, wenn man dann am Sonntagabend und Montag nach Hause fährt, hoffentlich Lust hat, das gleich so weiter zu machen und in den Alltag einzuflechten. Das hört sich so gut an, total anziehend, selbst für mich. Ich muss ja zum Sportmuffel. Finde ich richtig gut, hört sich richtig toll an. Das macht auch so total Sinn, wie du sagst, ne? Ich finde immer, das eine geht ohne das andere gar nicht. Jetzt bist du ja Unternehmer und seit 4 Jahren dabei. Und du redest von, ja, mentalen Blockaden, die man manchmal so hat.
Was für, ja, oder was für Stolpersteine hast du denn bislang so in deinem Unternehmertum gespürt? Wie bist du da drüber gekommen? Was hast du anderen geraten? Oder was würdest du jetzt anderen raten? Vielleicht erstmal eins nach dem anderen. Ja, eben wie ich ja vorhin sagte, also es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass jemand, der Mentaltraining macht oder Coach ist oder was auch immer, dass der fehlerfrei und perfekt ist. Eben wir alle haben irgendwo unsere Themen, wir haben auch alle irgendwo unsere Schwachstellen oder Schwachpunkte. Und ich muss wirklich sagen, seit ich mich verselbstständigt habe, hatte ich immer sehr, sehr viel Glück oder die einen nennen es eben Glück oder die anderen sagen halt, es ist die Energie, oder? Natürlich hatte ich Rückschläge, also gerade als die Corona-Pandemie begann. Da muss man vielleicht wissen, ich mache IT-Projekte im Gesundheitswesen mit meiner anderen Firma. Und als da Corona losbrach, da haben alle Gesundheitsinstitutionen haben ihre IT-Projekte auf Eis gelegt, weil die hatten viel anderes zu tun, verständlicherweise. Und das war ein Moment, wo ich dann wirklich da gehockt bin und mir überlegt habe, ja, was tue ich jetzt, oder? Aber letztlich war das genau der Start von Anygoal. Und das ist ein Stück weit dann auch meine Grundhaltung. Und ich sage immer, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Sei es, dass ich hier keinen Parkplatz finde, sei es, dass ich den Zug verpasse morgen, aber sei es eben auch größere Dinge, wie dass ich im Urlaub krank bin oder was auch immer. Ich habe wirklich den festen Glauben, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und das macht es natürlich auch einfach, insbesondere negative Situationen besser anzunehmen und dann, dann die Überzeugung zu haben, okay, das war jetzt für irgendwas gut, oder? Und das irgendwann jetzt, das hat jetzt dieses Erlebnis hat jetzt auf was Größeres eingezahlt. Und mit dieser Verhaltensweise senden wir auch eine Energie aus. Und diese Energie, die resoniert dann irgendwo. Und entsprechend kommt dann das auch wieder zurück. Also, anderes Beispiel, wenn ich den ganzen Tag negative Energie aussende, dann kommt negative Energie zurück. Wenn ich aber positive Energie aussende, kommt positive Energie zurück. Das kannst du mal selbst ausprobieren, wenn du samstags in die Stadt gehst. Gehst und dann einfach mal machst mal einen Versuch, schaust die Leute mal 10 Minuten grimmig an, all die Menschen um dich herum, oder du lächelst sie an und dann siehst du ganz genau, wie die Resonanz dann entsprechend ist. Das ist auch immer mein Ziel, mindestens 10 Lächeln an Mensch, an Menschen. 10 Lächeln an Menschen, 10 Menschen anlächeln. Aber ich bin sowieso ein fröhlicher Mensch. Und du hast schon recht, das ist so wichtig für alles im Leben. Egal, was wir anfassen, diese Energie, die wir aussenden, kriegen wir immer zurück. Und nein, wir können nicht alle immer nur glücklich durch die Gegend rennen. Das gehört auch dazu. Aber es gehört eben auch dazu, das aushalten zu können. Ne? Also es wird Genau. oft gesagt, er switche sofort diese negative Energie um. Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Ich glaube, wir müssen erstmal wirklich durch und alles fühlen. Und irgendwann, ab einem gewissen Punkt, kommt ja diese Leere, diese, wo du gar nicht mehr so weinen kannst. Und ab dem Moment ist es wieder möglich, wirklich frei zu sein und dann auch in das glückliche Gefühl zu kommen, weil das kommt dann nämlich von alleine. Oder Ist wie so, was? ja. Das Problem ist einfach vielmals, also es braucht eine Grundeinstellung von Menschen, oder? Hoffentlich eine möglichst positive Grundeinstellung. Weil was eben das Problem ist, jammern ist bequem, oder? Und und da ist es ein bisschen verflixt, oder? Weil das Jammern, das wird uns ja wirklich, wirklich wörtlich in die Wiege gelegt. Weil ein Kind, ein Kleinkind, kann sich nur durch Schreien bemerkbar machen, irgendwo zeigen, hey, ich brauche was. Und dieses Verhalten sollte man aber irgendwann dann ablegen, oder? Es gibt aber auch Menschen, die sind in dem gefangen und die wissen halt, ja, wenn ich jammer, dann bekomme ich meine Aufmerksamkeit. Bringt aber nichts. Darum sage ich, jammern ist bequem, positiv sein ist unbequem, bringt aber am Schluss mehr als eben immer im negativen Strudel gefangen sein. Aber selbst schon tausendfach erlebt, wenn man im Strudel drin ist, ist extrem schwierig, das erstens zu erkennen und dann zweitens rauszukommen. Also, das weiß ich selbst auch zur Genüge.
Das kennen wir alle, ne? Und weißt du, es ist ja auch so, wenn man im Jammern ist und man hat ja auch Grund, ne? Es gibt ja auch Gründe, warum man vielleicht jammert über einen gewissen Zeitpunkt, bitte, oder Zeitraum. Und dann kriegt man diese Aufmerksamkeit, ne? Dieser sekundäre Krankheitsgewinn, so nennt man das ja auch. Und in dem Moment, wo du da drin steckst, wie du es eben schon gesagt hast, weißt du ja nicht, dass es noch einen anderen Weg gibt. Wie sollst du denn in dem Moment positiv denken? Und da den Switch hinzukriegen, ne? Das finde ich, genau dann ist es so wichtig, zu Menschen wie dir zu kommen, weil du kannst dir helfen, ne? So wie ich auch helfen kann, genau dafür sind wir ja da, dass wir genau dann die andere Seite mal aufzeigen und nicht nur sagen und theoretisch einmal reinprügeln, sondern da geht es ja ums Fühlen. Weil wenn wir es nicht fühlen, fehlt einfach die wichtigste Komponente. Weil theoretisch können wir alles lernen, ne? Also theoretisch wissen wir ja auch alles. Aber das zu fühlen, das macht dann den Unterschied. Und dann können wir da auch wieder viel schneller rauskommen. Wenn wir da, wie du vorhin gesagt hast, mit diesem Fingerschnips, ist es möglich, die wahrscheinlich, was meintest du damit? Was ändert sich mit einem Fingerschnips? Ja, also grundsätzlich kann man da reinprogrammieren, was man will. Also letztlich kann man da, und das ist ja auch das Schöne an mentalen Techniken, oder? Es gibt ja quasi für jedes Bedürfnis, für jeden Anspruch gibt es irgendwo eine Technik, die man einsetzen kann. Und das kann man so, man kann sich das so vorstellen wie eine Computertastatur quasi, wo ich eigentlich jeden Knopf mit einer Funktion programmieren kann, wenn ich das will. Und ganz ähnlich funktioniert es auch im Mentaltraining, oder? Ich kann zum Beispiel mit einem Fingerschnipp, keine Ahnung, plötzlich einen Fokus auslösen, oder ich kann mich in eine Entspannung versetzen, was auch immer. Da kann man x was draus machen, und im Manigold-Camp machen wir eben genau das. Also konkret werden wir da die Entspannung verankern. Und weil ich finde, das ist halt einfach ein extrem wichtiges Thema, gerade wenn man irgendwo in einer Sitzung drin ist und merkt, hey, ich bin, keine Ahnung, gerade zu stark in die Emotionen, oder man hat ein schwieriges Mitarbeitergespräch oder was auch immer, da braucht man wirklich etwas, das man auf Knopfdruck auslösen kann. Und ohne dass man zuerst sich 10 Minuten hinlegen muss und eine Meditation, was auch immer, ist dann wirklich auf Knopfdruck. Und das sind die Werkzeuge, die wir im Manigold-Camp lehren und mit nach Hause geben. Und wo du gerade bei den Werkzeugen bist, hast du so ein paar Tipps, ein paar Tricks für Anfänger, die vielleicht gerade so anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Was können die machen zu Hause, wenn du gerade so in das Thema einsteigst? Ich habe vorhin schon gesagt, du hast da ein paar Tools, ein paar Gegenstände auch, wo du gerade stehst oder sitzt. Welche Techniken gibt es da, was können die machen? Ja, also wenn jemand wirklich neu im Thema ist, ich bin selbst ja Ingenieur, also ich bin sehr technisch, pragmatisch, denken und so weiter. Also als ich mich auch das erste Mal mit Mentaltraining auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, Mensch, was soll der Scheiß, ja? So, mal ganz plakativ gesagt. Ich habe dann mal einen Feuerlauf gemacht, Feuerlaufseminar. Und als ich da hingekommen bin, habe ich da der Trainerin gesagt, hey, schau, das funktioniert nicht, weil Fleisch auf Kohle, das gibt Grillparty, aber das gibt definitiv kein geiles Erlebnis, ja. Und dann hat sie gesagt, hey, warte einfach mal ab. Und da wurde mir so ein bisschen klar, okay, es gibt wirklich was, da ist was. Braucht eine Offenheit. Also wenn ich jetzt sage, mach eine Meditation, sagen vielleicht 80% daraus, Meditation, Quatsch, hinlegen, Home machen, was auch immer, nicht mein Ding, sanft reinsteigen, sanft mal einfach mal ausprobieren. Und dazu gibt es zum Beispiel auf YouTube gibt's tausende Videos mit Kurzmeditationen, was auch immer, kann man einfach mal ausprobieren, mal reinhören. Ich selbst bin jetzt auch ein YouTube-Kanal am Aufbauen für Anybody, wo ich gezielt so ein paar Meditationen reinpacke. Einfach mal ausprobieren und auch akzeptieren, wenn man jetzt merkt, hey, das ist jetzt nicht meins. Und wenn man merkt, das ist nicht meins, dann kann man zum nächsten Thema rübergehen. Zum Beispiel Atemübungen. Auch ganz okay. Findet man auch im Internet tausend Anleitungen dafür. Oder ganz simpel,
raus in den Wald spazieren, atme tief durch, hör keine Musik, rauch keine Zigarette, sondern konzentrier dich auf die Natur um dich herum, konzentrier dich auf das Vogelgezwitscher, was auch immer, auf den Regen, der auf den Schirm prasselt. Das sind alles ganz einfache, alltägliche Dinge, die uns aber unglaublich viel geben können, wenn wir uns mal bewusst darauf fokussieren. Und eben, wie ich sage, es muss nicht immer die Meditation sein. Wenn du nicht der Typ für Meditation bist, fein, gibt es tausend andere Dinge. Aber mal sanft ausprobieren. Die meisten Menschen wollen ja immer so eine Liste mit To-Dos, ne, um die abzuarbeiten. Und ich sage immer, mach mal die Grundarbeit erstmal. Also einmal auf dem Fundament aufbauen. Und wenn du den Regen nicht fühlen kannst, wenn du es nicht aushalten kannst, diese Ruhe auch mal auszuhalten, mit dir zu sein. Weil so wollen die immer gefüttert werden, immer rein, 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 und damit verlieren sie sich immer mehr selbst, also immer ein Stück weit mehr. Sobald so alles, was von außen immer nur reingeschüttet wird, ist immer ein Stück weites Entfernen von sich selbst. Und deswegen ist das so wertvoll, wie du sagst, ne? Ich höre den Regen auf dem Regenschirm, allein wenn du das sagst, ich kann das hören, ich rieche die Luft dabei. Und darum geht es wirklich, das hört sich so trivial an, aber genau darauf baut alles auf. Wenn du das nicht aushalten kannst, ne, mal einen kurzen Moment auch zu schweigen und nicht Musik auf den Ohren zu haben, außer vielleicht diesen Podcast, aber dann kannst du ja auch mal zwischendurch Stopp machen. Das Genau. sind ganz, ganz, ganz wichtige Grundlagen. Super. Adrian, wir hatten vorhin schon angesprochen, dieses Offensein, Thema Mann und Frau. Du hast ja gestartet und hast gedacht, okay, wahrscheinlich ist das eher ein Thema für Männer, und hast dann gesagt, es kommt tatsächlich fast mehr Frauen. Ja, ist so. Hat mich überrascht, ehrlich gesagt, weil als ich das Anygoal-Konzept entwickelt habe, das habe ich ja nicht ganz alleine entwickelt, zum Glück hätte ich nie geschafft, ich hatte dann noch ein gutes Team im Hintergrund. Im Übrigen auch meine Frau, die ausgebildete Mentaltrainerin ist. Super. Und ja, da habe ich mir wirklich so überlegt, okay, ich hier Ultramarathonläufer, Ironman, Triathlet, was auch immer. Ich mache jetzt da so ein Camp. Wird sich da jene Frau dafür interessieren und anmelden? Ja, das war so mein Gedanke. Ich dachte, ja, ich muss dann schauen, was ich vielleicht mal irgendwann eine Frau dann auch hinbringen, also begeistern kann. Wahrscheinlich muss ich die dann einladen, oder? Passiert ist dann aber überraschenderweise das komplette Gegenteil. Also die Frauenquote im Anygoal Camp ist tatsächlich nur bei 60, 70%. Hat mich extrem überrascht, überrascht mich heute immer noch. Vielleicht liegt es ja an mir selbst, das wäre ein Kompliment für mich. Aber nee, ich habe da schon auch ein Stück weit eine andere These dafür. Auch ich führe mit anderen Menschen vorhin ein, zwei x Gespräche, bevor sie ins Camp kommen. Und auch da ist die Frauenquote logischerweise viel höher. Und ich denke einfach, Frauen sind vielleicht empfindsamer, also die spüren vielleicht eher, hey, da ist noch was. Ja. Vielleicht ist es auch ein Stück weit bedingt durch das Thema Mutterschaft und so, dass sie mal Kinder hatten und dann irgendwann merken, hey, so jetzt will ich wieder Blick zurück, will mich selbst jetzt ein bisschen verwirklichen und sage, ich bin in die Familie investiert, jetzt will ich mich mal wieder selbst ins Zentrum stellen, wieder mal was für mich machen, vielleicht mich beruflich wiederentwickeln. Auf jeden Fall aber denke ich, sind Frauen mutiger. Also Frauen holen sich dann wahrscheinlich auch schneller Hilfe als Männer und getrauen sich zu sagen, hey, ich will dieses Ziel erreichen und um das zu erreichen, brauche ich Unterstützung und deshalb wagen sie sich dann mal so in ein Abenteuer rein. So meine These, die muss jetzt nicht richtig sein, aber ich denke, so in die Richtung geht es, auch wenn ich so nach dem Camp mit den Teilnehmenden spreche, sind das oftmals so die Themen, die dann auch erwähnt werden. Ja. Und mich freut es natürlich extrem, also grundsätzlich freue ich mich über jeden, der ins Anygoal Camp kommt, aber insbesondere freut es mich natürlich, wenn es Frauen sind, weil ich weiß, es unglaublich wertvoll ist, dass Frauen wirklich für sich auch einstehen und ihr Ding durchziehen ja, einfach das machen, was ihr fühlt, ja.
Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass wir Frauen, wir sind ja so Sprechdenker auch und wir brauchen die Gemeinschaft eher als Männer. Und das ist ja gar nicht jetzt wertend gemeint, sondern Männer machen ja eher was mit sich aus und die versuchen immer selber etwas für sich zu lösen, ehe sie dann woanders hingehen, ne? Vielleicht ist es genau das. Also bei mir ist es auch so, dass mehr Frauen kommen. Und wenn man dann hört Hypnose, dann ist es sowieso bei vielen Männern. Männer muss ich das immer relativ wissenschaftlich erklären und Frauen eher intuitiv. Ne? Die gehen mehr so ins Gefühl. Männer wollen da Daten, Zahlen, Fakten haben und Frauen wollen einfach wissen, wie sich das anfühlt. Das ist so ein großer Unterschied. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gerade was du angesprochen hast bei Frauen nach einer Mutterschaft oder so, es ist ja immer noch meistens so, natürlich nicht immer, aber meistens so, dass die Frauen da für die Kinder sind oder mehr da sind für die Kinder und dann weniger Zeit für sich haben. Und wie wundervoll, dass sie das dann so für sich nutzen. Das ist ja großartig. Weil dann haben sie auch wieder mehr Kraft für die Kinder, für die Familie. Genau. Also eine Teilnehmerin sagt auch, oder sie war im Manigold Camp, hat drei Kinder. Und seit sie im Manigold Camp war, hat sie plötzlich viel mehr bewusst Me-Time genommen. Ja? Hat sich die Me-Time wieder genehmigt und spannenderweise jetzt zum Teil sogar wieder Erlebnisse in der Me-Time gemeinsam mit den Kindern. Hat dann aber auch wieder eine andere Qualität, weil es trotzdem Me-Time ist und nicht Kinderzeit. Ja, es ist schon spannend und auch sehr eindrücklich zu sehen, dann was wirklich 2,5 Tage bewirken können. Ja. Deswegen ist das auch so wertvoll. Ich kann mir das gut vorstellen, wirklich 2,5 Tage am Stück und nicht nur mal hier eine Stunde, mal da eine Stunde, sondern weil die ja die ganze Zeit mit sich verbunden sind, in dieser Energie, in eurer Energie der Gruppe. Das stelle ich mir sehr schön vor. Adrian, was hast du so für Pläne, für Visionen für die Zukunft? Ui, gute Frage. Also natürlich, dass Anygoal mehr wächst, ja. Anygoal ist jetzt im zweiten Jahr, ist in den Kinderschuhen. Das ist wie jedes junge Unternehmen, das muss jetzt weiter wachsen natürlich. Und meine Vision wäre schon, dass es irgendwann ist. Im Moment habe ich das Wochenendseminar. Und es wäre dann schon die Idee, dass es dann vielleicht einmal ein Advanced-Seminar gibt für Menschen, die vielleicht ein zweites, drittes, viertes Mal ins Anygoal Camp kommen wollen. Dass es vielleicht später mal eine Anygoal Week gibt. Aber wäre mein Wunsch zum Beispiel irgendwo im Januar, Februar irgendwo in Südafrika am Strand so eine Anygoal Week, das wäre schon schick, Dann oder? kriegst du mich vielleicht auch, ja. Und ja, grundsätzlich für mich eigentlich das Wichtigste, auch dass die Familie halt gesund ist, glücklich ist, dass ich auch viel Zeit mit meinem Sohn habe. Und ja, geschäftlich, beruflich habe ich ehrlich gesagt, habe ich nicht das Bedürfnis, Multimillionär zu werden oder irgend sowas, ein größeres Haus zu haben oder was auch immer, sondern das zu tun, was mich erfüllt, ja. Das zu tun, wofür ich im Herzen brenne. Und das ist definitiv any goal, und dieses Feuer auch weiterzugeben. Wunderschön. Ja, jetzt hast du es so oft erwähnt. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Also, wir natürlich machen wir das in die Shownotes, ne? Aber wie ist so der Kanal, wo man dich schon mal so ein bisschen kennenlernen kann? Ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, dann kommt man ziemlich schnell zu mir. Aber grundsätzlich sehr einfach ist es über meine Homepage www.anygoal.camp, also wirklich .camp am Schluss. Da kann man sich direkt einen Call mit mir buchen. Der kostet nichts. Da bin ich einfach für die Menschen da, die mal mit mir sprechen wollen. Da geht es auch nicht darum, ein Anygoal Camp zu verkaufen oder was auch immer, sondern kann man einfach mal mit mir sprechen, wenn man möchte. Kann man auch zwei oder dreimal machen, das ist völlig egal. Und ich bin auf LinkedIn sehr präsent, da findet man mich auch ziemlich einfach. Ja, oder eben wenn man googelt, findet man, glaube ich, sogar meine Telefonnummer, da kann man mich auch anrufen. Sehr sympathisch. Adrian, zum Schluss würde ich dir gerne noch ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Ui, muss ich mich kurz halten, ja? Relativ. Ich bin Manchmal müde. gibt es ja kein Entweder-oder, ne? Kaffee oder Tee?
Tee. Workaholic oder Freizeit? Schwierig, schwierig. Eigentlich müsste ich sagen Freizeit, weil das mein Typ ist, aber Workaholic ist leider auch ein bisschen die Realität als Unternehmer sowieso. Da würde ich einen Joker nehmen. Okay. Aber das Auto. Herzen würde Freizeit sagen, ja. Okay. Auto oder Fahrrad? Ach, wieder. Ja, ich bin Triathlet, drum Fahrrad, ja. Aber ich habe ein Elektroauto, das ist legitim, wenn ich Auto sage. Ja, drum Auto. Buch oder Hörbuch? Buch. Berge oder Meer? Was hast du? Genau deshalb auch diese Fragen. Ach Mensch, ja, das ist jetzt wieder schwierig. Berge. Berge geben mir unglaublich viel Energie und ja, unbedingt Berge, ja. Audio oder Video? Audio. Früh oder spät aufstehen? Früh aufstehen. Träume oder Realist? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Realist. Darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, als Mentalcoach, ja, nee, da drückst vermutlich irgendwo so wieder das Ingenieurwesen durch, ja. Das heißt ja nicht, dass du nicht auch träumen und visionieren kannst. Aber ich glaube, so Ja, vom Bild auch, genau. was ich so sehe, bist du eher so der Realist. Das sieht man so in diesem Bereich. Duschen oder baden? Duschen. Kochen oder bestellen? Kochen. Online oder offline? Offline ist eigentlich schöner, aber um online kommen wir nicht drum. Drum bin ich gezwungenermaßen sehr der Online-Typ, ja. Super. Hab vielen Dank für dieses tolle Interview. Danke dir. Wir setzen alles in den Shownotes im Podcast unten drunter. So könnt ihr mit Adrian in Kontakt treten. Bei Fragen, also ihr könnt ihn wirklich einfach kontaktieren. Das ist bei ihm ganz einfach gemacht. Genau. Genau. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Vielen Dank, Adrian. Vielen Dank, es war mir eine große Freude. Tschüss. Tschüss, danke.